Es gibt neue Kriegspropaganda im ZDF. Ich hatte mir das Video noch nicht angesehen. Ein netter Zuschauer hatte mir das geschickt und wir werden darauf jetzt gemeinsam reagieren. Experte warnt vor Putin-Angriff. Europa muss Abschreckungsfähigkeit aufbauen. Welcher Experte das ist und wo der so arbeitet, das werden wir uns nach dem Video hier ansehen. Aber ich verspreche euch, das wird lustig. Droht ein Krieg zwischen der NATO und Russland? Auf ein solches Szenario müsse sich das westliche Verteidigungsbündnis einstellen, und zwar in 2 bis 3 Jahren, meint der Militärexperte Fabian Hoffmann in einem vielbeachteten Post auf X. Dabei gehe es allerdings nicht um einen Krieg. Jetzt kommt es, er hat wenigstens Paper rausgebracht, wie die Kriegspropagandisten von der DGAP, aber nee, da hat jemand auf Twitter was geschrieben und das müssen wir jetzt in den Heute-Nachrichten thematisieren. Das klingt ausgewogen. Ich glaube, wenn Ulrike Göhrow was postet, dann wird das auch jedes Mal hier ganz groß auf die große Bühne gehoben. Krieg wie Putin ihn gegen die Ukraine führt, sondern um ein anderes Szenario. Und darüber wollen wir jetzt mit Ihnen sprechen. Deswegen grüße ich Herrn Hoffmann, zugeschaltet aus Brüssel. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Herr Hoffmann, ganz kurz zu Ihnen. Sie sind Politikwissenschaftler an der Uni Oslo, beschäftigen sich mit strategischen Waffen und Kapazitäten für militärische Präzisionsschläge. Und Sie haben jetzt eben auf X so ein... Ja, an der Uni Oslo. Naja. Er ist beim Oslo Nuclear Project. Ich zeige euch hier mal die Website. Oslo Nuclear Project, ONP. Und das wird finanziert vom norwegischen Außenministerium, vom norwegischen Verteidigungsministerium und von der Universität Oslo. Sowie von dem Myrdal Center der MacArthur Foundation. Wer ist denn die MacArthur Foundation? Schauen wir mal nach. Es ist die 12. größte private Spendenorganisation aus den USA. Das ist ein Think Tank, der von einem amerikanischen Philanthropen gegründet wurde, John D. and Catherine T. Arthur Foundation. Hier ist der Wikipedia-Artikel. Die haben eine Ausstattung bzw. ein Vermögen von 7,6 Milliarden Dollar. Und geben jedes Jahr 260 Milliarden Dollar Millionen Dollar aus. Sorry, Millionen. Das ist schon eine Liga mit dem NED, wenn ihr das kennt. Also das National Endowment for Democracy. Das ist schon ungefähr diese Liga von globaler Einflussnahme. Oder die, also ihr kennt ja auch andere große Societies aus den USA, die hier Einfluss auf die europäische Politik nehmen. Aber ungefähr die Liga ist das hier ist nur privat, das ist nicht wie das National Endowment for Democracy staatlich, sondern das hier ist privat. Kann man sich denken, wohin das geht, wenn da jemand, der bei so einem Center angestellt, also der bei so einem Center arbeitet, die von so einer Organisation hier finanziert wird, was der für Ansichten haben muss, hat. Wie gesagt, das hätte man vielleicht auch mal kurz erwähnen können. Also nicht nur Uni Oslo. Uni Oslo klingt so, als wäre das hier ein neutraler Wissenschaftler. Da steckt schon ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr geopolitisches Denken dahinter. Ja, Kriegsszenario skizziert. Schreibt es gerade einer. Da ist ja ein Philanthrop, aka Menschenfreund. Dann ist das ja in Ordnung. Stimmt. Westliche Milliardäre, die irgendwelche Thinktanks aufbauen, das sind Philanthropen. Einfach nur das Beste für die Menschheit wollen. Also da steht auch diese Projekte, die richten sich zur Verhinderung des Klimawandels, zur Förderung der Demokratie. Das steht alles in dem Wikipedia-Artikel. Ich habe euch gerade eingeblendet. Das ist so absurd, was für ein Schönsprecher an Wikipedia geführt hat. Zeigt auch, welchen geopolitischen Interessen Wikipedia dient. Aber wenn ein russischer Oligarch genau das Gleiche machen würde, dann ist das ein Oligarch, der russische Desinformationskampagnen vorantreibt. Also, ist schon witzig. Aber wie gesagt, dass man den hier als neutralen Typen von der Uni vorstellt, das greift etwas zu kurz, um es mal vorsichtig auszudrücken. Was steckt da genau hinter und wie kommen Sie zu dieser Annahme? Genau, wir hatten ja jetzt vermehrt die Diskussion, eine kleine Debatte, wie es um die Wiederaufrüstung der Bundeswehr steht, aber auch allgemein der NATO-Allianz. Und da wurden ja einige Zeiträume genannt. Der Verteidigungsminister selber hat gemeint, man hätte ungefähr 5 bis 7 Jahre nach Kriegsende. Ich sehe das ein wenig anders. Und diese Vermutung, die baue ich sowohl auf die jetzige Fähigkeitslage der Bundeswehr. Diese 5 bis 7 Jahre sind sehr ähnlich zu dem, was die DGAP vor kurzer Zeit veröffentlicht hatte. Ich hatte da schon einige Male drauf verwiesen. Ich mache es an dieser Stelle mal nochmal. Ich habe auf meinem Erstkanal
Agitator der sozialen Marktwirtschaft heißt er, ein Video gemacht, das heißt NATO-Krieg mit Russland. Hier droht ein NATO-Krieg gegen Realistischen Russland. Blick auf Die gefährlichen Planspiele der DGAP, das wird in mächtigen deutschen Thinktanks, die von Chatham House und Council on Foreign Relations gegründet wurden, die mit zahlreichen transatlantischen Politikern und Experten besetzt sind, durchgeplant. Also ein Krieg gegen Russland. Und da wird tatsächlich gesagt, wir haben noch, ich glaube, 5 bis 10 Jahre waren es dann. Pistorius hatte das dann etwas verkürzt. Also Pistorius, da wird das, was Pistorius uns hier im Gemeinvolk verkauft, strategisch durchgeplant. Dieser sehr gefährliche Kurs gegenüber Russland. Darauf wollte ich nochmal hinweisen. Schaut euch gerne das Video auf dem Erstkanal an. Da gehe ich auf das gesamte Paper und die Argumente, die da vorgebracht werden, um die Aufrüstung noch weiter zu beschleunigen, genauer ein. als auch seine Alliierten, aber auch ganz explizit, wenn man sich eben anschaut, was Russland für Pläne hat bezüglich eines Krieges mit der NATO. Wenn ich mir beide Sachen anschaue und beide Sachen zusammenrechne, dann komme ich auf einen Zeitraum, der etwas geringer ist. Ganz wichtig, nicht ein Zeitraum von 2 bis 3 Jahren, in dem wir uns nachdem wir uns in einem Krieg mit Russland befinden. Aber eben innerhalb von 2 bis 3 Jahren müssen wir in der Lage sein, eine Abschreckungsfähigkeit in Europa. Das ist unfassbar. Also ihr merkt, solche Paper, die werden gedroppt, solche Zitate, wir müssen kriegstüchtig werden, die werden gedroppt und dann werden die Zeiträume immer mehr nach unten gefahren, um irgendeinen Zeitdruck zu erzeugen, dass wir jetzt aufrüsten müssen, dass wir jetzt noch mehr Geld ins Militär stecken müssen. Denn dieses Sondervermögen für die Bundeswehr, das wird gerade in einem Affenzahn rausgehauen. Also das wird sein Maximum in den nächsten Jahren erreichen und dann muss man irgendwoher Geld herkriegen. Und jetzt muss man die Bevölkerung halt so in Angst und Panik versetzen, dass sie bereit ist, jedes Jahr 70, 80, 90 Milliarden für die Bundeswehr auszugeben. Und deswegen diese Schreckensszenarien, die nichts mit der Realität zu tun haben. Mit der NATO aufzubauen, um solche Szenarien erfolgreich und glaubwürdig abschrecken zu können. Jetzt schreiben Sie, dass es Russland um einen Wettstreit der Risikobereitschaft gehen würde dabei. Erklären Sie uns kurz, was steckt da genau dahinter und welches Interesse hätte Russland daran? Genau, also die Militärstrategie Russlands baut im Prinzip auf zwei Komponenten auf. Das eine sind die militärischen Fähigkeiten, wie sie jetzt auch in der Ukraine zum Einsatz kommen. Und das andere ist eben die Willenskraft. Die Willenskraft, in einem Kampf mit der NATO durchzuhalten und eben auch davon auszugehen, dass die NATO nicht bereit wäre. Denke gerade über dieses Zitat nach. Die Militärstrategie Russlands baut auf zwei Dingen auf, dem militärischen Einsatz in der Ukraine und der Willenskraft. Hey, was soll uns das jetzt sagen? Immer größer werdende Risiken in einem Kampf, in einer aktiven Kampfhandlung mit Russland einzugehen und ihr in diese Richtung einfach die Willenskraft fehlt, um Russland aktiv und effektiv begegnen zu können, um eben in einem Risikowettkampf, wie Russland ihn plant, bestehen zu können. Aber Russland plant einen Risikowettkampf. Ich meine, die DGAP, die hatte wenigstens noch die Ehrlichkeit, eine konkrete Prognose zu machen. Ja, Russland, das wird ins Baltikum einmarschieren. Also es wird einfach mal so ein NATO-Gebiet angreifen und dann schauen, was passiert. Also da hat man wenigstens noch der russischen Regierung unterstellt, vollkommen verrückt geworden zu sein. Ich will nur allgemeines Palaver. Russland will einen Risikowettkampf. Ja, mag sein. Was ist ein Risikowettkampf? Definier doch. Also, vielleicht kommt jetzt noch was. Ich will da mich nicht zu sehr darüber echauffieren, aber ja, das ist so überhaupt nichts. Kein konkretes Zitat, kein konkretes Papier, nichts, was irgendein russischer Politiker gesagt, geschrieben oder getan hat. Aber sollte Russland jetzt tatsächlich die baltischen Staaten angreifen und dann den Ja. Nuklearschirm drüber Wie spannen? gesagt, das ist das das ist das DGAP-Paper, wo dieses Szenario aufgemacht wird. Und die DGAP, die wird wirklich ernst genommen. Ich hatte letztens den Kanal Military Summary geschaut. So schaue ich häufiger mal, wenn ich aktuelle Kriegsberichterstattung zur Ukraine sehen will. Und da wurde dieses völlig absurde Szenario, ja, Russland greift das Baltikum an.
Da wurde das vorgestellt und die haben deutsche Experten so ein Szenario aufgemacht. Was ist davon zu halten? Also so relativ neutral vorgestellt und okay, Hilfe. Also ich dachte, ich lebe in irgendeinem US-Vasallenstaat, der international keine große Beachtung bekommt. Hilfe! Fängt man etwa ernst, solche irren Plansch also fängt man etwa an, solche irren Planspiele ernst zu nehmen? Hilfe, Hilfe, Hilfe! Also ich dachte eigentlich, unsere Politiker und Experten wären so lächerlich, dass sie international keine ernst nehmen würde. Aber wenn der auf so einem großen YouTube-Kanal schon thematisiert wird, ich meine, das ist ja ein relativ bekannter Militärblogger, dann Hilfe! Also nochmal, falls ihr irgendwer aus dem Ausland zuschaut, bitte nicht zu ernst nehmen, was hier in Deutschland publiziert wird. Das dient dazu, die deutsche Bevölkerung in Angst und Schrecken zu versetzen und noch eine weitere Aufrüstung hier zu rechtfertigen. Also in Deutschland wird die strategische Planung für die kommenden NATO-Aktivitäten bestimmt nicht gemacht. Die Vorgaben, die kommen aus Washington, nicht aus Berlin. Ist die NATO stark in ihrer Gegenreaktion eigentlich eingeschränkt? Wie könnte ein solcher Schritt Russlands verhindert werden? Genau, das ist eben die große Sorge. Russland plant nicht, wenn man sich die russischen Quellen anschaut, von militärischen Intellektuellen, aber auch von Offiziellen, die diese Szenarien in den letzten 1 bis 2 Jahrzehnten durchaus viel diskutiert und auch öffentlich diskutiert haben. Wenn man sich diese Debatten anschaut, wird ganz klar deutlich, Russland plant nicht unbedingt einen langfristigen Landkrieg mit der NATO, der sich über Jahre hinwegzieht, ähnlich wie wir es jetzt sehen in der Ukraine. Ganz im Gegenteil, Russland wusste schon vor dem Ukraine-Krieg, dass es in einem solchen Kampf unterlegen sein wird, aufgrund der konventionellen Stärke der NATO und aufgrund der Verluste in der Ukraine weiß es das jetzt erst recht. Deswegen hat sich Russland auf andere Szenarien, andere Pläne vorbereitet. Und eines dieser Szenarien ist eben, dass Russland versuchen würde, sehr schnell einen wesentlichen Teil des NATO-Territoriums einzunehmen, zum Beispiel im Baltikum. Wesentlich heißt hier nicht unbedingt ein ganzes Land, aber zumindest so groß, dass es nicht ignoriert werden könnte von der NATO-Allianz. Und im nächsten Schritt wäre es dann so, dass Russland eventuell sehr schnell seinen nuklearen Schutzschirm sehr aggressiv über dieses neu besetzte Territorium ziehen könnte und mit dem einhergehend. Wie man es ja aktuell in der Ukraine sieht. Ich meine, nachdem Russland die vier ukrainischen Oblasten, da der ostukrainischen Oblasten annektiert hat und die Ukraine sich nicht aus all denen zurückgezogen hat, da haben die sofort eine Atombombe auf Kiew gedroppt, oder? Habe ich da was verpasst? Könnte es sein, dass die russische Führung doch nicht so irre ist, wie man uns hier gerade versucht, weiß zu machen? Ja, einer schreibt es schon gerade im Chat. Russland ist bald so aufgerüstet, dass es in 2 bis 3 Jahren angreifen wird, aber die Ukraine, die gewinnt den Krieg schon. Also Kriegspropaganda war auch schon mal besser. Ja, das sind zwei Szenarien, zwei Narrative, die überhaupt nicht zusammenpassen. Also genauso Putin ist so irre, er würde auf jeden Fall Atomwaffen einsetzen, er würde auf jeden Fall NATO-Territorium angreifen. Atomkrieg, das würde der riskieren. Und andererseits, Putin, der ist so rational, wenn wir jetzt Waffen liefern, dann wird er auf keinen Fall weiter eskalieren. Da wird er auf keinen Fall Atomwaffen einsetzen. Also, wenn wir weiter eskalieren, wenn wir eine noch aggressivere Haltung zeigen, wenn wir Russland versuchen, eine Niederlage zuzufügen, dann wird Putin weniger aggressiv werden. Sogar, hä? Kriegspropaganda ergibt selten Sinn. Und aktuell ist es eigentlich so offensichtlich, dass man wirklich ein Idiot sein müsste, um darauf reinzufallen. Dafür zahle ich GEZ exakt. Das dürft ihr mit euren Rundfunkgebühren bezahlen. Könnte es sogenannte Deeskalationsschläge einsetzen, also Langstreckenpräzisionsschläge tief in Westeuropa auf kritische zivile Infrastruktur, die einfach signalisieren den europäischen Entscheidungsträgern, dass Widerstand zwecklos ist, dass weiterer Widerstand nur dazu führt, das Leid in Europa zu vergrößern und ebenso die NATO dazu zu zwingen, auf Verhandlungsbasis einen Frieden mit Russland zu suchen, natürlich einen Frieden, der dann den Sicherheitsinteressen und der Sicherheitsarchitektur entsprechen würde, wie Russland sie sich vorstellt. Jetzt gab es nach Ihrem Post auf X auch schon einzelne kritische Stimmen, die dieses Szenario, was Sie Ja, wenn man als Experte der russischen Regierung einfach mal unterstellt, sie wäre komplett verrückt geworden. Also sie würde NATO-Territorium besetzen und um dann zu schauen, was passiert. Das ist wirklich das, was er unterstellt. Und ja, dann einfach eventuell auch mal einen Atomkrieg starten, um die NATO unter Druck zu setzen. Dann soll es Leute geben, die kritisieren das.
die das skizziert haben, so ein bisschen hinterfragen. Da ist unter anderem der Militärhistoriker Janowski mit dabei, der schreibt auf X, das sei Unsinn. Russland habe nicht die Fähigkeiten, um irgendwas davon zu tun. Ein Krieg mit der NATO liege außerhalb der Kontrolle Russlands. Was entgegnen Sie solchen kritischen Stimmen? Ich denke, diese Art Analyse, und ich glaube, das trifft den Punkt meines Arguments sehr deutlich, diese Analyse bezieht sich alleine auf die Fähigkeiten, die militärischen Fähigkeiten Russlands. Und da stimme ich dem Militärhistoriker absolut zu und auch anderen Leuten, die auf meinen Post eingegangen sind. Russland im Moment, was die militärischen Fähigkeiten angeht, ist der NATO klar unterlegen im konventionellen Bereich. Aber die Gefahr, es ist eben gefährlich, davon auszugehen, dass ob Russland einen Krieg mit der NATO plant oder nicht, hängt alleine vom konventionellen militärischen Gleichgewicht in Europa ab. Das tut es sicherlich nicht und andere Faktoren spielen da eine große Rolle. Und wie vorhin gesagt, die Willenskraft spielt eine sehr enorme Rolle darin. Also diese moderne Esoterik, die ihr hier gerade hört, nennt sich übrigens Strategic Culture, also eine strategische Kultur. Da unterstellt man dann dem einen mehr Willenskraft und dem anderen weniger und sagt dann, da wo weniger besteht, ja, der mehr Willenskraft hat, der ist eher bereit, so etwas zu tun. Also, und die NATO, die hat ja weniger Willenskraft, die könnte da ja nachgeben. Und deswegen müssen wir stählen, deswegen brauchen wir mehr Willenskraft, mehr Entschlossenheit und müssen noch mehr aufrüsten, um unseren Mangel an Willenskraft auszugleichen. Also ja, ihr merkt, das ist Esoterik. Mehr ist das hier nicht. Wie sehr Russland der Meinung ist, es könnte in einem Kampf mit der NATO bestehen. Und ich glaube, hier ist eben die Gefahr, dass Russland ein Szenario erkennen könnte, in dem es als Sieger davongeht. Und es gilt für uns, diese Szenarien aktiv und effektiv abzuschrecken. Welche Faktoren spielen denn da konkret eine Rolle? Ich glaube, da gibt es sowohl eine militärische als auch oder eine physische als auch eine kognitive Dimension. Auf der physischen, auf der dinglichen Ebene, da geht es ganz klar um die militärischen Fähigkeiten. Ich denke, natürlich brauchen wir eine generelle Wiederaufrüstung der Bundeswehr, also einen breiten Kapazitäten. Also wie gesagt, wir brauchen eine physische Aufrüstung, um unseren Mangel an Willenskraft auszugleichen, aber wir brauchen wieder Willenskraft, wir brauchen wieder Kriegstüchtigkeit. Unsere militärischen Planungen sollen die militärische Planung der NATO soll Teil des Alltags werden. Das schreibt die DGAP in ihrem Paper. Es soll ein Resilienzpraktikum, schlicht eine Wehrpflicht, geben, an der alle zwischen 18 und 65 teilnehmen sollen. Also sie wollen eine komplette Militarisierung unserer Gesellschaft. Was wollen diese Kriegstreiber? Aufbau über mehrere Domänen und mehrere Abteilungen. Allerdings müssen wir auch in der Lage sein, bestimmte Szenarien, so wie ich sie eben skizziert habe, direkt abzuschrecken. Vor allem, wenn wir davon ausgehen, dass dies die Szenarien, die Strategien sind von Russland, die eventuell präferiert werden könnten in einem Kriegsfall. Für das Szenario, das ich skizziert habe, denke ich, ist es enorm wichtig, dass wir eine effektive Vorwärtsverteidigung der NATO aufbauen. Es muss also absolut klar sein, dass NATO von Tag 1 oder von Stunde 0 an sind wir bereit und fähig, die NATO-Grenze an der Frontlinie zu verteidigen und wir lassen gar nicht erst zu, dass Russland einen wesentlichen Wir müssen eine Vorwärtsverteidigung aufbauen, aber dann an der... Hä? Vorwärtsverteidigung heißt ja Angriff. Oder denke ich da gerade falsch? Habe ich da zu wenige Semester studiert an der falschen Uni? Oder sitze eventuell in zu wenigen transatlantischen Thinktanks? Ich weiß es nicht. Also Sarah ist heute beim Lanz. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Da können wir morgen dann drauf reagieren. Einen Teil des NATO-Territoriums einnehmen kann. Das müssen wir tun, um eben dem psychologischen Druck einer aggressiven Ausweitung des nuklearen Schutzschirms Russlands zu entkommen. Auf der anderen Seite, um diese sogenannten Deeskalationsschläge zu umgehen. Also sprich, Russland ist komplett verrückt geworden. Also was anderes sagt er hier auch nicht. Um effektiv abzuschrecken und verteidigen, Schläge gegen kritische zivile Infrastruktur in Europa müssen wir unsere Flugabwehrfähigkeiten
weiter und noch dramatischer aufbauen, als wir es ohnehin schon tun. Und ich denke, wir brauchen auch auf jeden Fall eine Gegenschlagsfähigkeit. Wir müssen Russland signalisieren, dass, wenn Russland bereit ist, unsere kritische zivile Infrastruktur anzugreifen, wir zumindest in der Lage sind, zurückzuschießen. Ich denke, diese Komponente... Wir sind in der Lage, zurückzuschießen. Wir modernisieren die amerikanischen Atomwaffen, wodurch die Vorwarnzeiten immer kürzer werden. Also wie Wabonspiel mit dem Atomkrieg, hat Dirk Pohlmann das genannt, und man kann ihm wirklich nur zustimmen. Also es ist unfassbar. Wir müssen die Fähigkeit haben, zurückzuschießen. Also bei einem Krieg mit Russland heißt das nukleare gegenseitige Vernichtung. Militärische Komponente ist sehr wichtig. Allerdings gilt es auch, diese mit einer kognitiven Komponente zu komplementieren. Ich glaube, was wir in Deutschland, aber auch allgemein in NATO und vor allem in Europa brauchen, ist eine breitere Debatte über diese Kriegsszenarien. Was heißt es tatsächlich, mit Russland im Krieg zu stehen? Nicht nur, wie schrecken wir diesen Krieg ab, sondern auch, wie würden wir einen Krieg führen mit Russland. Ich denke, das ist enorm wichtig, weil wir müssen uns bewusst sein. Die Debatte müsste lauten, wie verhindern wir diesen Wahnsinn? Also die Debatte muss doch nicht sein, wie führen wir einen Krieg mit Russland? Ja, gar nicht, weil wir dann tot sind. Also, das ist diese Kriegshetze im Öffentlich-Rechtlichen. Ich bin wirklich dafür, dass denen alle Rundfunkgebühren weggenommen werden. Also seit Beginn des Ukraine-Krieges spätestens ist es ja nicht mehr zu ertragen. Das ist furchtbare Propaganda. Also diese neueste Kriegshetze, wir müssen noch mehr aufrüsten, wir müssen den Krieg mit Russland führbar machen. Das ist ehrlich. Ihr merkt, mir fehlen die Worte. Russland denkt über diese Szenarien nach und nicht erst seit gestern, sondern sehr aktiv seit 1 bis 2 Jahrzehnten. Und was Russland im Moment sieht, ist, dass wir absolut nicht vorbereitet sind über solche und auch nicht willens sind, über solche sind. Die Militärausgaben der NATO übersteigen die Russlands um etwa das 20-fache. Also vor Beginn des Ukraine-Krieges. Kann sein, dass sich das jetzt etwas verschoben hat, da die Militärausgaben durch den Ukraine-Krieg ja auch etwas wieder angestiegen sind, aber das ist ja jenseits jeder logischen Argumentation. Szenarien nachzudenken, und ich befürchte, das verstärkt Russlands Gefühl der Überlegenheit und könnte Russland weiterhin dazu drängen, eventuell riskante Schritte zu tun. Naja, Analysen gibt es ja schon. Ich meine, Ende des letzten Jahres veröffentlichte erst die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik eine eigene Analyse. Ein Video dazu hatte ich euch ja empfohlen. Und ein NATO-Krieg gegen Russland, die gefährlichen Planspiele der DGAP, schaut da gerne vorbei. Dann heißt es, dass Russland 6 bis 10 Jahre brauchen würde, um seine Armee so weit wieder aufzubauen, dass es einen Angriff auf die NATO wagen könnte. Die Uhr werde dann zu ticken beginnen, sobald die heftigen Kämpfe in der Ukraine zum Stillstand kämen. Wie unterscheidet sich das jetzt speziell zu Ihrem Szenario? Also ich kenne die Analyse natürlich und ich finde, die ist sehr gut gelungen und im Großen und Ganzen stimme ich dieser Analyse auch zu. Ich denke, das Szenario, was ich skizziere, stellt tatsächlich einen absoluten Worst Case dar. Also ein Szenario. Wenigstens das. Wenigstens gibt er das zu. Ja, das wird zwar nicht eintreten, das ist ein absolutes Schreckensszenario, um die Leute in Panik zu versetzen, aber sollten trotzdem mal so einen Krieg mit Russland schon mal durchplanen. Einfach, damit wir darauf vorbereitet sind, damit wir wieder Willenskraft haben. Was passiert denn tatsächlich im schlimmsten Fall? Und für mich ist eben wichtig, die Komponente der Fähigkeiten, also das Element, welche Fähigkeiten haben wir und welche Fähigkeit brauchen wir, auch damit zu komplementieren, direkt auf bestimmte Militärstrategien des potenziellen Feindes, also hier Russlands, einzugehen und diese sehr gezielt und aktiv abzuschrecken. Und ich habe eben die Sorge, wie bereits erklärt, für Russland zählen eben nicht nur die Fähigkeiten, sondern auch die Willenskraft, die wir demonstrieren. Und wenn, wie gesagt, das ist Esoterik. Die Willenskraft, die wir demonstrieren, ja, die Willenskraft ist die Drohung, wenn ihr uns angreift, dann gibt es einen Atomkrieg. Haben unsere Politiker häufig genug betont, die modernisieren gerade die Atomwaffen. Das ist ein absolut gefährlicher Kurs. Wie gesagt, ein technischer Fehler kann zum Atomkrieg führen. Also, das, ja, hat nichts mit der Realität zu tun, was er uns hier gerade erzählt. Wir nicht genug Willenskraft demonstrieren, also nicht
signalisieren, dass wir bereit sind, auch unter zunehmendem Risiko dem psychologischen Druck Russlands standzuhalten, dass wir uns in aktiven Kampfhandlungen in einem Krieg mit Russland befinden könnten, früher als später. Und dementsprechend, und das will ich nochmal betonen, ich spreche nicht von 2 bis 3 Jahren, bis wir einen Krieg mit Russland haben, aber 2 bis 3 Jahre, bis wir zumindest in der Lage sein müssen, diese Worst-Case-Szenarien abzuschrecken. Und ich denke, das braucht jetzt ganz entscheidende und schnelle Handlungen. Genug Kriegspropaganda für den heutigen Tag. Hier sieht er den Mann nochmal auf Twitter. Fabian Hoffmann war das. Mitglied beim, Oslo Nuclear Project, finanziert von zahlreichen norwegischen Regierungsinstitutionen, vom Alvar Mørdal Center und von der MacArthur Foundation. Alles ganz normal. Kriegspropaganda im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Solange das so weitergeht, müssen denen einfach alle Gebührengelder gestrichen werden. Also früher war ich für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Jetzt würde ich sagen, schafft diesen Bums einfach ab. Der ist brandgefährlich. Habe ich auch eine Debatte auf meinem Erstkanal darüber veröffentlicht. Schaut da gerne vorbei. Aber das ist so, also darf fast unwidersprochen dieser Professor Kriegspropaganda machen. Also der Reporter hat das wenigstens nicht noch weiter befeuert, wie der andere Reporter bei dem Bericht über das DGAP-Paper. Hatte ich auch darauf reagiert auf meinem Erstkanal. Schaut euch das auch gerne an. Was soll man dazu noch sagen? So, das kann man doch keinem vernünftig denkenden Menschen mehr erklären, was hier für Medienberichte kommen.